Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute erstmal ein frohes Fest allerseits. Machen wir gerade hier. Erstmal frohes Fest allerseits. Fröhliche Festtage mit euren Familien. Auch in dieser doch recht traurigen Zeit. Aber die Menschheit hat Weihnachten auch zu traurigeren Zeiten gefeiert. Von daher, shit happens. Wie gesagt, der Kölner, das hätte noch immer gut gegangen. So. Gliedert sich also, das Video gliedert sich in Weihnachtsgrüße. Die haben wir schon abgehakt. Okay. Upp. Punkt Nummer 2. Unboxing. Zwei Dinger. Ne? Zwei Päckchen. Das eine habe ich schon etwas länger hier liegen. Es ist mir untergegangen. Es tut mir leid. Und zwar ist das von EDC Test Online. Und eins von Utsch und Gierse Tools GmbH aus Sundern, Sauerland, 5984600, Sundern, Sauerland, Moment, Münster, so im Münsterland, glaube ich, ja, schon lange her, dass ich da war. Und die zwei öffne ich dann gleich, also gliedert sich in die Grüße. Unboxing und Verzelcher. Mal ganz kurz und warum der Waldmeister so rumläuft. Manchmal hat einer gesagt, du siehst ja gar nicht mehr aus wie ein Waldmeister. Hey, ich muss nicht aussehen wie ein Hodenkobold. So sieht ein Hodenkobold aus, ja, um Waldmeister zu sein. Ja. Und danach also Verzelchen und ein Bierchen. Und jetzt Nachmittag, das Video wird direkt hochgeladen, also ich mache da kein großes Gerödel. Wahrscheinlich werde ich auch das mit dem runterscrollen und so, also mit dem Tabletop, nicht mehr rausschneiden. Heute gibt es mal so eine Art Cutry-Lover-Video. Der macht ja auch keine Faxen. So, also Unboxing. Und passend zur Jacke, natürlich. Ja. Messertasche. Ich habe es vorhin aufgemacht. Ich habe noch gedacht, was ist denn das? Das hast du doch hier. Also EDC Test Online. Da gab es mal ein Posting auf einer Seite. Ich weiß nicht mehr, war das eine EDC-Seite? Da hat jemand Pommesgabeln gepostet. Und das sind diese Pommesgabeln. Und die fand ich so geil. No. Das ist halt, wenn man dicke Wurstfinger hat, dann kommt man in diese kleinen Dinger da nicht mehr rein, in diese Ritzen. Ja? Also seid nicht stolz drauf, wenn ihr große Hände habt. Kleine Ritzen sind da nicht happy mit. Ja. Und ich fand die so geil. Das sind Titan-Pommes-Pizza. Ja? Da sind zwei Stück, die habe ich gekauft. Nicht geschenkt gekrochen gekriegt. Na? Die sind so leicht. Muss ich jetzt mal Portemonnaie. Ach, es ist oben im Rucksack. Ich war ja gerade eben noch einkaufen. Edicito. Hey, cool. Den werde ich mir ausflachen. Ne? Und so flach machen, der ist ja hier so ein bisschen gebogen. Zack, die Bohne. Dann mache ich den flach. Und mal gucken, vielleicht mache ich mir eine kleine Hülle aus Panzerband, wo ich den reinstecke, damit da hier nichts rumpiekst, weil das ist ja ein Piekser. Ja, also praktisch im Prinzip, ich sag mal, das ist, wenn ihr das mal so seht, ist das auch ein Survival-Gegenstand. Ja? Frogic. Googelt mal Frogic. Ultra leicht. Wiegt so gut wie nüscht. Was hat der Junge denn noch beigepackt? Und Chupa Chups? Hey, leck mich. Tropi Frutti im Stil von Sonne, Mond und Sternefest. Ein Stück Papier zum Schreiben. Black Coffee, Dark Whiskey. Hey, mein Motto, Leute. Mein Motto. Der hier kommt auf mein, also ein schöner Patch. Der hier kommt auf meinen Trainingsrucksack. Mein Gitarre 21 von Vanquest. Keep calm and use your EDC. Patches, man hat nie genug. Ich schwöre es euch, man hat nie genug. Vielleicht mache ich den bei mir auf dem LKW drauf. Und
ein Coin. Ich sammle Coins, Leute, ich sammle Coins, ich liebe Coins. Ich weiß, man kann alles sammeln. Ne? Warum hat sich das jetzt hier verkriegsknaddelt? Ach so. Na gut, machen wir es so raus. Das Ding wiegt, das Ding ist wow. Cool. EDC 2. Also EDC 2 heißt EDC Test Online. Er hat einen coolen Kanal, ich mag den sehr, ich gucke den gerne. Ich kommentiere noch nicht so gern, das ist nicht so mein Fall. Ich bin YouTuber, ich bin Labertasche. Dann haben wir hier, das hat er mir beigepackt. Der guckt ja auch meinen Kanal. Ich weiß nicht, ob ich seinen Namen verraten darf, aber wenn ihr da was ordert, dann werdet ihr den sowieso finden. Also EDC Test Online heißt mit richtigen Namen CHR. Okay, wir haben hier einen schönen Kubotan. Und ich sammle auch Kubotane. Ne? Kubotane, nicht Kubotans. Ich habe das neulich mal in einem Video gesehen oder gehört, dass einer sagt, Kubotans. Ich sammle Kubotans, Alter. Kubotans, ist klar. Ja? So. Hier ist die Mine drin, die ist, die könntet ihr auch austauschen gegen eine Fischer Space Pen Mine. Also sehe ich allein schon an der Mine selber. Ja? Noch ein bisschen frickelig klein, aber ist egal. Zack. Also es ist nicht so, dass ihr den Kubotan mit dem das ist aber gut verschraubt, mein Lever. Dass der Kubotan abzuschrauben ist, um dann an die Mine ranzukommen. Nee, der Kugelschreiber ist hier oben drin. Alles klar? Easy peasy. Und der ist von Ursus, das ist der Ursus, den habe ich nämlich schon. Glasbrecher und so weiter. Nee? Cool. Kubotane, man hat nie genug. Die kann man überall irgendwo bunkern. Im Auto, im LKW, im Rucksack, in jeder Jackentasche. Cool. So, jetzt Unboxing. Utsch und Gierse Tools. UG. Da bin ich jetzt neulich drauf gekommen. Und zwar durch eine EDC-Seite. Kann das sein, dass meine Linse nicht ganz sauber ist? Dann tut es mir leid, aber gut. Das ist auch ein super Filter, ne? Weichzeichner. Schmutz auf der Linse. Da bin ich durch eine EDC-Seite drauf gekommen. Und ja, bitte nicht meckern, dass man meine Adresse sieht. Das ist schon scheißegal. Meine Adresse ist bekannt seit über 20 Jahren. Ich hatte ein Posting über, ihr wisst es, ich stehe auf Pommes Pizza. Ich habe diverse drauf gekommen. Und zwar gab es einen Pommes Pizza aus Titan, der ist 3D gedruckt. Ich weiß leider nicht mehr den Knaben, der das Video gepostet hat, aber der hat da was gemacht. Da habe ich gedacht, boah. Und ich habe dann direkt die Nummer rausgekriegt und habe dann da noch eine WhatsApp-Nachricht hingeschickt. Und der hat sofort geantwortet, der Bengel. Ich sag jetzt einfach mal Bengel, das ist halt meine Art zu reden. Ich wollte nur mal den Pommes Pizza ausleihen, um zu gucken, ob der mir gefällt. Und wenn er mir gefällt, dann hätte ich ihn mir auch sowieso gekauft. Aber man muss ja nicht schon mal alles kaufen. Ne? Ich bin ja auch ein bisschen schippersam. So. Das heißt nicht, dass ich ihn geschenkt haben will, sondern erstmal angucken und befummeln, passt der zu mir, um dann hinzugehen, um den zu kaufen. Nein, aber um dem Teil die Chance zu geben, ein bisschen bekannter zu werden. Oh, erstmal das finde ich geil. Ja? Also wir haben dann noch ein bisschen gequatscht und hat gesagt, ja, wir bauen noch Messer und so. Und ich denke, alright. Und dann hat er gesagt, komm, ich leihe dir mein persönliches Messer. Er leiht mir sein persönliches Messer. So, war besser, oder? Ja. Also, erstmal haben wir hier. Perfekt. Geschreddertes altes Kartönchen-Material. Und da haben wir vom Hersteller selber sein eigenes Messer. Das Messer des Herstellers. Mit einer selbstgemachten Lederscheide. Hey, die ist aber, er sagt, das ist nichts.
Besonderes, die ist aber ziemlich gut gemacht. Mit einem Keder. Cool. Riecht auch nach Leder, ist geil. Wow. Ich will es noch nicht reviewen. Ich sage nur eins, der Griff ist Titan 3D gedruckt. Das ist, was ich an den Deutschen so... Oh, das hast du aber festgekriegt, mein Lieber. Alrighty then. Ja? Die Klinge ist auch rausnehmbar. Cool. Das ist, was ich an den Deutschen so mag. Die haben immer so irgendwie noch eine Art, irgendwie was Besonderes zu machen. So eine Art Dandel-Düsentrieb, so wie der Dirk Hoffmeister von Midgards Messer. Ja? Immer noch einen draufsetzen. Das ist nämlich, was er oben drauf gesetzt hat. Er hat also in diesem Teil, was in dem Griff drin ist, einen Schärfstab reingebracht. Oh, ist das Schmusi-Busi. Bin ja kein Fan davon, das so zu machen. Ich bin immer ein Fan davon, das so zu machen. Ne? Schön die Klinge von den Extremitäten weg. Geil. Und das Messer ist, leck mich am Arsch, ist das geil. Heide Witzka. Stonewashed Finish. Und ich habe gedacht, hier, das muss doch kalt sein. Das Gefühl, sowas in... Nein, das ist geil. Liebe Jungen, nach dem Video ist dieses Messer aus unerfindlichen Gründen verschollen. Nein, natürlich nicht. Bin ich bescheuert. Nein. Das ist einfach, das ist, was ich liebe an den Deutschen. Da ist immer noch so ein bisschen Daniel Düsentrieb drin. Wisst ihr, was ich meine? So, jetzt hier beim Durchziehen ist das ein bisschen frickelig. Ach nee, muss ja gedreht werden. Entschuldigung. Mein erster Kontakt mit diesem Messer nach dem Unboxing. The Real Unboxing. Es gibt die Möglichkeiten, die Klinge rauszunehmen. Ja? Ich habe schon mit ihm gesprochen, ob man da vielleicht auch hingehen könnte und könnte ein Wechselsystem machen. Also, dass der Griff der gleiche bleibt, dass man vielleicht sowas wie ein Flachschliff, Scandi, Full Flat Grind oder ein Saber Grind dran behauptet. Ich versuche da ein bisschen was zu tun. Geil, das ist einfach nur geil. Da ist übrigens ein Dichtring dran, ein O-Ring, um das wasserdicht abzuschließen, dass da kein Wasser reinkommt. Wie ich jetzt mit dem Messer batonen will, nehme ich einfach das hier raus, fülle das mit Wasser, schraube die Kappe drauf und habe dann einen härteren Griff, falls ich halt mehr Gewicht auf dem Messer brauche, auf dem Griff. Das ist wirklich cool, das ist typische deutsche Ingenieurskunst, hätte ich jetzt fast gesagt. Kein Nomad. Irre. Ich muss sagen, das ist einfach nur geil. Übrigens, die Art, so eine Scheide zu bearbeiten. Es gab mal ein Projekt von Markus Reichert und dem, boah, wie hieß er jetzt nochmal, Lederschmiede Untermain. Die haben das Leder so bearbeitet, dass es im Prinzip wie Kydex war.
Die nannten es dann Kudex. Ich suche jemanden, der das nachmacht, weil die nehmen dieses Wissen, nachdem Lederschmiede unter meinen seine Arbeit eingestellt hat, nehmen die ihr Wissen mit ins Grab. Die werden das nicht rausrücken. Ja? So. Also das ist ja schon mal... Boah. Und das liegt geil in der Hand. Ricasso ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Gefällt mir jetzt so persönlich nicht. Macht aber Sinn. In Verbindung mit dem eingebauten Schärfstab. Ja, du kannst einfach nicht... Das Ricasso geht ja hier so schräg, also die Klinge geht ja hier so schräg runter und damit wäre dann das Ricasso sehr vorne, sehr weit hier vorne und somit kannst du dann nicht mehr das, den hinteren Teil der Klinge schärfen, ja? wenn du es damit schärfst, aber du kannst es auf dem Schärfstein schärfen. Die haben es extra wahrscheinlich lang gezogen, um halt dem eingebauten Schärfstahl ein bisschen die Chance zu geben, auch arbeiten zu können. Wie gesagt, das ist das Messer vom Hersteller, also von dem Inhaber. Und finde ich schon mal sehr cool, dass er mir sein eigenes leiht. Ja, sehr griffig, guck mal hier. Sehr, sehr griffig. Liegt gut in der Hand. 10,5 Handschuhgröße. Ja, Bundeswehrhandschuhgröße 10,5. Habe ich mir gestern nochmal 2 Stück gekauft für 40. Nee. Doch, für 40 Euro. Das Ding liegt easy peasy in der Hand. Da kannst du nicht meckern. Und die Scheide ist, ey, du sagst doch nichts Besonderes. Übrigens, kleiner Tipp für jeden, der Scheiden baut. Nehmt kein normales Garn. Nehmt Bankline. Das Zeug verrottet euch nicht. Hey, aber dafür, dass du sagst, das ist nichts Besonderes, finde ich die schon sehr gut. Ja? So, jetzt zum eigentlichen Grund. Ich laber ja wie ein Wasserfall. Heute ist Weihnachten und kein Karneval. Zack. Wow. 3 Stück Lean, nicht meine, mal gucken. Aus dem 3D-Drucker. Ein Pommes-Pixer aus dem 3D-Drucker mit der Halterung aus dem 3D-Drucker. Wie geil! Zack! Na, ob es daran passt, wisst ihr was? Elefantös. Zack, ich habe meinen Pommes-Pixer immer dabei. Ja? Und da ich eh so ein EDC-Psycho bin, ja, zack, und klingt gut, nehme ich dann einfach mein Messer und hab mein Imbissbesteck. Ist das geil? Ich sag mal, das ist ja jetzt keine großartige Sache, dass man sagt, hier der Pommes-Pixer von EDC Test Online und das sind keine Konkurrenten. Wer Pommes-Pixer haben will, der sammelt die. Und das sind 2 Kameraden, die finde ich einfach nur Geilomat 3000. Hammer! Zack! Dann haben wir noch einen mit Flaschenöffner. Kling! Was ist das? Und noch einen. Hä? Und noch einen. Where's the difference? Ja gut, 1 und 2. Ich habe jetzt schon zu denen gesagt, ja, da gedruckt, geil. Mal also, Leute, ich habe nie Pommes-Pixer genug. Ich schwöre es euch, die Pommesindustrie wird es euch danken. Ich glaube, ich werde bei Lüg demnächst mal wieder Pommes essen. Echte belgische Pommes, gebratene Nierenfett, so wie sich das gehört. Ich meine, wow, echt wow. Ja, simpel und einfach und ein bisschen verspiegelt. Ich meine, das ist doch mein Magen dort. Und die wiegen nichts. Der hier wiegt gar nichts und der wiegt, sag mal, ein Mühgramm von gar nichts mehr als der. Und ich liebe das einfach. Das Material fühlt sich gut an. Ja, der Pixer. Wie gesagt, ich würde sowas auch tatsächlich als Survival-Tool nehmen. Ne? Mit Bankline oder mit was auch immer. Ich habe einen Speer dran. Und dann habe ich, ja was? Froggig, würden die einen sagen. Die anderen würden sagen, und das Material ist auch noch echt stramm. Also die anderen würden sagen, no. Was würden sie sagen? Eine Harpune. Wie auch immer.
nicht eine Harpune, aber ihr wisst schon. Wahnsinn, und das, der sitzt echt stramm drin. So, jetzt ein Bierchen, wir haben ja Nachmittag. Nochmal dazu gesagt, die Leute, die sagen mittlerweile, du siehst ja gar nicht mehr aus wie ein Waldmeister. Wenn ich mal raus in die Stadt gehe, kann ich nicht im Tarnanzug rausgehen. Da werde ich abgeknallt. Die Jacke hier, die hat 80 Euro gekostet, die kam heute. Ja? Das Ding kostet 40. Mal zivilisiert rumlaufen, ist doch nicht verkehrt. Außerdem ist heute Weihnachten, dann muss man noch einen weißen Bart haben. Dann ist der. Der Bartmeister. Der Bartemeister. Ich glaube, ich brauche nur einen Kanal. Okay, tschüss, Freunde. Kleines Anekdötchen von heute. Ich habe heute, hätte ich Dienst gehabt. Ich habe mich schon geärgert. So, oh, Heiligabend und Dienst und so. Man könnte ja mal ausschlafen. Hätte, wäre, könnte. War ich aber zu doof für Urlaub zum Antragen. Wäre auch nicht gegangen wahrscheinlich. Und dann hieß es so, kann sein, dass es dieses Jahr so viel an Arbeit ist, dass du zwei Touren fahren musst. Und ich denke so immer, ihr könnt mich doch mal hinten rumheben. Was soll denn der Scheiß? Irgendwann ist gut. Kurz vor 3:30 stehe ich auf heute Nacht. Pack mir alles ein. Pack mir meinen Kaffee ein. Ich habe eine neue Stanley-Kanne gekauft. Pack mir alles in meinen Rucksack rein und Zähne geputzt und ab durch die Tür und da geht das Telefon. Ich denke mir so, boah, ey, Leute, seid ihr verspannt oder was? Was ist denn los mit euch? Ey, wir haben noch nicht mal 3 Uhr. In einer Stunde muss ich da sein. Du guckst so drauf auf das Telefon und denkst, oh, Micha, mein Kollege. An der Stelle, hey, Micha. Sagt er, bist schon unterwegs? Sagt, nö, ich bin gerade durch die Tür. Sagt er, dreh um, hast frei heute. Ich sag, was? Ja, gestern haben sie noch Trara gemacht. Wir brauchen jeden Mann und vielleicht 2 Touren und so. Ja. Und heute haben sie dann festgestellt, heute ist so wenig zu tun, weil so viel vorgefahren wurde. Ja, wer bleibt denn dann zu Hause? Der am weitesten weg von der Arbeit ist. Und das bin ich. Und das ist eine Stunde. Ach, habe ich ein Glück. Ja, habe ich mich wieder ins Bett gelegt. Viertel nach 3, 3:30 bin ich wieder eingeschlafen und so. Viertel nach 10 bin ich aufgewacht. Hab mir da erstmal einen Kaffee gemacht. Ich habe mir einen Vollautomaten gekauft. Von der Prämie. Oh. Hab mir den ans Bett geholt und hab dann erstmal ein bisschen YouTube geguckt. EDC-Test online. Ja. Das ist geil. Und. Wollte vorhin noch einkaufen. Ich mache mir heute eine Maronensuppe. Ich bin ja dieses Jahr Weihnachten alleine. Sprich Single. Mache mir also dieses Jahr einen ruhigen. Maronensuppe gibt es heute. Oder ich überlege, werde ich die ein bisschen eindicken. Und man macht mir dazu Bandnudeln. Noch ein paar Trüffel rein. Man darf sich ja auch mal gut gehen lassen, ne? Man muss ja nicht immer nur Reis mit Würstchen essen. Okay, so im Prinzip war es das. Noch so für die, die es halt interessiert, die Sachen sind von Amazon, ne? Also die habe ich nicht irgendwo im Laden gekauft, die sind von Amazon. Ich packe mal, falls es euch interessiert, den Link dazu in die Beschreibung. Den Link zu EDC Test Online und zu GNU Tools. Geil. UG, Entschuldigung. Ja, so. Ich habe fertig. 25 Minuten Video. Heiliger Strohsack. So. Den lasse ich mir heute auch noch schmecken. Heute machen wir Piano. Heiligabend. Das zweite Mal in meinem Leben Weihnachten. Komplett alleine. Aber auch okay.
macht mir nichts. Für mich ist das halt ein Tag wie jeder andere, wenn ich Single bin. Vielleicht gehen wir aber heute noch zur Lücke und holen mir ein paar Pommes. Wer weiß. Okay, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, ein schönes Weihnachtsfest. Lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf, bleibt gesund. Ja. Zieht keine Aluhüte an. Ja. Unsere Zeit auf diesem Erdball ist begrenzt. So, ich gehe hoch und dann Ende Peng. Wie war's? Tschüss, Matthew. Tschüss, Matthew. Schwenkt du Tschüss ab und schwenkt die Kapp. Und heute besondere Grüße an Ela, auch genannt Michaela oder auch Mama oder auch Oma. Aber nicht von mir, sondern von ihren Kindern oder Enkelkindern. Mit der Frau bin ich seit über 20 Jahren befreundet. Wir waren früher mal ein Paar. Und ja, nachdem es halt nicht funktioniert hat, sind wir Freunde geblieben. Und das ist wichtiger als alles andere. So. Frohes Fest. Euer Waldmeister.